Ja, schönen guten Morgen, Frau Biegel. Sie sind hier beim Makler Nachfolgeclub als neue Netzwerkpartnerin eingetreten für das Thema Nachlassplanung. Nachlassplanerin mit Herz sind Sie ja laut Ihrem Marketing, laut Ihrem Außenauftritt. Vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen was über sich. Warum machen Sie das? Wie machen Sie das? Und wie, ja, können Sie den Maklern da irgendwo Unterstützung bieten innerhalb des Vereins? Ja, gerne. Also als erstes vielen herzlichen Dank, Herr Petersen, für die Einladung. Also ich fühle mich ja richtig berufen, dass ich auch hier mein Herzensbusiness vorstellen kann. Und das mache ich natürlich gerne. Meine 33-jährige Berufserfahrung beim Versicherungsmakler hat mich sowohl im selbstständigen Bereich auch als im Angestelltenbereich viel Erfahrungen aufgezeigt und gebracht. Es sind auch immer die Kunden, die natürlich hier unterstützend waren, besonders Unternehmer, also aus dem Bereich Gewerbekunden, mit denen ich leider auch schon öfters das Thema Nachlassplanung hatte, aber im negativen Sinn. Also zum Beispiel sind drei Arbeitskollegen von mir gestorben. Jeder hat etwas anderes hinterlassen. Keine guten Angelegenheiten, ich möchte es mal so benennen. Und dann hatte ich öfters mal ein letztes Telefongespräch, leider mit Kunden aus dem Unternehmerbereich. Ganz schlimm war, als ein großer Unternehmer eine Herz-OP hatte mit Anfang 60 und er mich anrief wegen seiner Krankenversicherung noch vom OP-Tisch aus, also er war in der Vorbereitung und leider war das dann sein letztes Gespräch mit mir. Also solche Dinge ziehen sich irgendwie durch mein Leben und deswegen habe ich mich dazu aufgemacht und gedacht, wie wichtig doch dieses Thema Nachlassplanung ist und nicht nur also eben in Strategien hier einzutauchen, sondern das Ganze eben mit Herz zu beginnen, weil wir ja alle Menschen sind. Ja, super. Wir haben ja diesen Makler-Notfallordner, den wir ja alle Maklern kostenfrei zur Verfügung stellen. Wir sehen das ja auch, dass viele Makler ja die Ordner zwar bestellt haben, aber wenn es dann tatsächlich um die Umsetzung geht, um da zu beginnen, dann, naja, dann wird es immer so vor sich hergeschoben. Was wäre denn so Ihre Dienstleistung für die Finanz- und Versicherungsmakler, dass Sie so ein bisschen, sage ich mal, ich will mal sagen, salopp gesagt, den inneren Schweinehund ein bisschen zu überwinden und einfach mal anfangen mit dieser Notfall- und Nachfolgeplanung? Was wäre da so Ihre Empfehlung? Also dieser Notfallordner ist ja auch aus meinem Metier. Also hier decken wir uns ja total in unserem Geschäftsfeld, weil ich habe das bereits für Privatkunden erstellt, ja, mit den 7 Punkten, die ich gedacht habe, sind die wichtig sind. Deswegen habe ich ja auch mein E-Book verfasst zur 7 Punkte Ja. Nachlassstrategie. Und ich freue mich so, dass ich jetzt auch dabei sein kann, eben beim Makler-Nachfolge-Club und wir hier zusammenarbeiten, weil ich denke, also wir können uns ganz stark ergänzen. Besonders im täglichen Geschäftsfeld von Maklern, wir wissen es alle, ja, ich habe jetzt den Ordner zwar mir besorgt beim Makler-Nachfolge-Club, der steht in meinem Regal, aber ich komme ja nicht dazu, das zu befüllen. Also die Punkte, die Sie alle haben, decken sich voll und ganz mit meiner Beratung zur Nachlassplanung und ich möchte halt einfach dafür, also damit oder mit meiner Tätigkeit die Menschen noch mehr sensibilisieren, dass sie an den Schutz ihrer Familie denken, dass sie dran denken, ihre Nachfolge vorzubereiten, dass sie dran denken, vielleicht ihre Ehefrau, die bis jetzt mitarbeitet oder ihre Kinder, die mitarbeiten, sind sie denn in die Lage versetzt worden, von ihnen selber, ihr Unternehmen weiterzuführen, wenn ihnen eines Tages etwas passiert. Also es muss ja nicht immer der letzte Atemzug sein, das sage ich ja auch bei der Befüllung der Vorsorgevollmacht, sondern wir können uns die Schulter brechen, wir können uns den Fuß brechen, wir können an einer Krankheit leiden. Genau das sind doch die Beratungsgespräche, die wir jeden Tag unseren Kunden mitgeben, aber oft selber nicht auf uns schauen. Also, und das ist halt immer das, wo ich sage, Mensch, Leute, wir müssen doch für uns selber auch vorsorgen, für unsere Familie auch vorsorgen. Und wer soll denn die Tätigkeit machen, wenn gerade auch Einzelunternehmer
von heute auf morgen nicht mehr an ihrem Schreibtisch sitzen, nicht mehr ihre Kunden beraten können. Und deswegen bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass der Makler-Nachfolger-Club und auch ich mit meinem Service hier entsprechende Unterstützung geben können. Vielleicht noch ein Punkt, Herr Petersen. Meine Dienstleistung besteht ja auch darin, in erster Linie die Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen begleitend zu ergänzen, Informationsgespräche zu führen und dann aus dem ganzen Netzwerk, das Sie ja schon alles aufgebaut haben, mit Steuerberatern, mit Anwälten und mit Notaren, das Ganze eben zu vervollständigen, dass der Ordner dann gefüllt ist und dass jeder für sich sagen kann, niemand wird von mir belastet und ich habe alles in die Wege geleitet, dass mein Lebenswerk weitergeführt werden kann und mein Lebenswerk weiter wachsen kann und ich in einen neuen Lebensabschnitt gehe. Okay, das heißt, auch von Ihrer Seite aus wäre das so der Hinweis oder die Empfehlung, je früher, desto besser, sich mit diesen Themen zu befassen. Nicht, dass es in den Notfall reinläuft, sondern dass man dann schon vorbereitet ist, wenn irgendwie auf dem Weg zur Unternehmensübergabe irgendwas passieren sollte. Interessierte Makler, die Unterstützung von Ihnen möchten, können sich an Sie wenden, nehme ich an. Da gibt es mit Sicherheit Kontaktinformationen, Telefonnummer, Handynummer oder irgendwelche E-Mail-Adressen, wo Sie sich dran wenden können. Ich weiß, dass wir vom Verein aus auch eine eigene Landingpage aufbauen werden, wo sich interessierte Makler dann quasi bei Ihnen quasi einloggen können und solche Unterstützungen abfordern können. Ich nehme an, so das erste Gespräch wird wahrscheinlich gratis sein, so um die ersten Informationen abzurufen, wenn jemand interessiert ist, von Ihnen so eine Unterstützung zu bekommen. Also das erste Gespräch ist auf jeden Fall kostenlos. Man muss sich ja zuerst mal kennenlernen. Ganz wichtig ist auch, dass man gegenseitiges Vertrauen hat, weil es da hier wirklich um persönliche Angelegenheiten geht, ja, die auch geregelt werden müssen. Und ich sage immer, jeder Mensch ist, Entschuldigung, jeder Unternehmer ist ja auch Mensch, der seine persönlichen Angelegenheiten zu regeln hat, ja. Und ich würde mich freuen, also wenn ich Kolleginnen und Kollegen aus unserem Kreis beraten kann. Meine Webseite heißt genauso Nachlassplanerin mit Herz und meine E-Mail-Adresse wäre Elvira Biegel @nachlassplanerin-mit-herz.de und Telefonnummern sind dort genauso sichtbar. Wenn Sie möchten, ich kann es auch noch gerne nennen. Das ist hier in Landsberg 08191 978 8290 und gerne mache ich Online-Beratungen. Also ich habe da überhaupt kein Problem damit. Keiner muss heute reisen. In der Neuzeit der Möglichkeiten bevorzuge ich auf jeden Fall die Online-Beratung. Okay, also auch per Video und so weiter, wenn das gewünscht wird. Ganz Okay, genau, ja. alle Kontaktdaten und den Link natürlich zur Landingpage beziehungsweise zum Kontaktformular würden wir unten in der Description-Box zu dem Video natürlich dann einblenden, wo sich interessierte Makler dann das nochmal nachlesen können beziehungsweise die Kontaktinformationen entsprechend entnehmen können. Prima, Frau Biegel, herzlichen Dank für die ersten Einblicke in Ihre Dienstleistung, die Sie im Rahmen des Makler-Nachfolgeclubs für interessierte Finanz- und Versicherungsmakler anbieten wollen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich freue mich auf viele spannende weitere Gespräche. Ich freue mich genauso auf die Zusammenarbeit und herzlichen Dank für die Einladung, kann ich immer nur wieder sagen, Herr Petersen. Wir danken. Der Dank liegt ganz auf unserer Seite. Prima. Ich wünsche einen schönen Tag und bis bald wieder, Frau Bieg. Danke, ebenso, Ja. bis bald, Tschüss. Wiederschauen.